Hallöle, da wären wir wieder zu einer weiteren Folge Castlevania Harmony of Dissonance. Ja, das sind wir wieder. Okay, letztes Mal haben wir ja am Brunnen mit dem Löwengesicht das Wasser irgendwo abgelassen. Ich habe gerade Offcam, also es ist wieder ein anderer Aufnahmetag als letztens. Gerade noch etwas gegrindet. Ich habe 5 Level gegrindet. Ja, das ging jetzt ziemlich schnell bei den Pixies. Also mit der Buch ging das recht schnell mit der Bibel. Mal gucken wir mal. Das wollte ich jetzt nicht. Rechts ist eine Sackgasse, schauen wir erstmal rechts nach. Armplates? Nein, das sind noch die ich habe, oder? Armplates. Hier. Sind schlechter. Ja. Wenn man bis dahin jetzt noch nichts gefunden hat, dann ist es schon ganz nett, aber wir waren ja ordentlich shoppen. So, ruhig. Keine Gegner und nix. Komisch. Oh, haben wir hier. Leggings. Leggings sind ein bisschen was anderes, ne? Wir haben Greaves dafür und was machen Leggings? Oh, Leggings sind besser. Ja, dann ziehen wir wohl die an. Ja, wir sind jetzt ein bisschen stärker. Bisschen. Das ist nicht die Welt, aber. Sollte schon ein bisschen helfen. Oh, der Hurensohn. Entschuldigung, aber es ist ja echt so. Noch einer? Nein. Wow. Ach, doch noch einer. Im schmalen Gang. Critical mit der Rutsche macht 180 Damage. Wie viel XP geben die? Wir haben jetzt 3882, wenn der tot ist. Ein XP! Ein XP! Lol! Lol! Ich möchte ganz kurz noch ausharren. Ach, seht ihr es oben an dem Fallgitter, ne? Wenn das nach oben fährt, dann verschwindet mein Buch. Lol. Warum? Ja, ich möchte in einen kurzen Moment warten, damit ich ein bisschen mehr Mana habe und dann scheißegal, was da kommt. Das wird sowas von weggebrutzelt. Tja. Der Rückweg wird spaßig. Wieder bei den ganzen Arschlöchern vorbei. Und das lohnt sich halt null, ne? Machen viel Damage, also relativ. Und ich hoffe einfach jetzt mal, dass wir da nach dem Bosskampf jetzt was bekommen. Ansonsten muss ich schneiden und muss mal gucken, wie wir hier, da ist das blaue Gebiet da oben links, wird das in der Spiegelwelt erreichen können, weil. Uff. Ich habe einen Teleporter da im Schloss A. Einen. Ansonsten keine Ahnung. Echt schwierig. Na gut, dann wird schon gehen. Und was ist es? Oh, hey, du. Oh, da warst du also.
Gib mir Lydia zurück. Fürchte dich nicht. Diese Maid ist jetzt bei Maxim. Aber warum? Lass Lydia aus der ganzen Geschichte hier raus. Diese Maid wird eine essentielle Rolle in der Komplettierung dieses Schlosses spielen. Natürlich, es muss immer eine Maid geopfert werden, damit Dragula zurückkommt. Was meinst du damit? Dieses Schloss ist in einem schemenhaften Zustand. Und er bereitet sich vor auf die Rückkehr meines Herrschers oder meines Lords. Wie auch immer. Dieses Schloss ist noch lange nicht komplett. Bis die beiden Schlösser sich miteinander verbunden haben. Fusionieren sozusagen. Kurz zusammengefasst, wir müssen den Geist des lieben Freundes herausreißen. Maxim ist ein Mann von großer Stärke. Es wird nicht so einfach sein, wie du dir das vorstellst. Er wurde aus meinem Fürsten herausgeboren, also weiß er natürlich Mittel und Wege, seine Macht zu verstärken. Und wenn dir etwas wichtig ist, werden seine Effekte darauf unermesslich. Nein? Sicherlich nicht. Nicht Lydias Blut. Bleib weg von ihr. Oh, Entschuldigung, das habe ich jetzt aus Versehen überklickt. Cool, man kann ja aber ganz schön weit zurücktreiben. Außerhalb des Bildschirms mit dir. Hallunke. Ich verprügel gerade den Tod. Ah, sprich mit der Bibel. 90 satte Damage pro Peitschenhieb. Das hat gesessen. Easy. Weggeschmolzen. Oh, das war's noch nicht. Könntest du mich bitte hier rauslassen? Danke. Das ist mal eine ziemlich enttäuschende zweite Form. Sieht komisch aus. Aua. Bis zu spät. Die Schlösser werden bald beginnen, sich miteinander zu fusionieren. Schön. Gib mir mal hier die rote Kristallkugel. Ich möchte mal bitte ein bisschen hier geheilt werden. Und so. Schnell. Superb. Ach, hier. Greifenflügel. Die da, die wären die Mass. Sag es mir. Ich will es wissen. Nein, hier. High Jump. Fantastisch. Ja. Mich aufgelevelt. Oh, aber fast. Ne, ich bin sogar gelevelt. Einmal, fast sogar zweimal. Leck mich, du Arschgeige, du Dämliche. Das wird ein Zusammenschnittfest vom Herrn, das kann ich jetzt schon mal sagen. Na,
falscher Knopf. Da hinten kann ich noch nach oben, ne? Da muss ich da hoch und nochmal hoch und ach mein Gott. LOL! Was? Also geradeaus. Nein, doch geradeaus und rundet rum. Kann ich mir auch Dragulas Auge holen im Kloster? Mhm, da drüben ist noch Wasser. Schauen wir uns mal um. Aha. Komischen Heizen, die ich nicht brauche, aber hey. Wenn ihr das hier seht, habe ich auch mittlerweile schon einmal Area of Sorrow gestreamt. Das werde ich nicht let's playen, sondern das habe ich spontan entschieden zu streamen. Da haben sie es anders gelöst. Da gibt es diese Heizen gar nicht mehr. Also doch schon, aber generell gibt es... Oh mein Gott. Hammer, Hammer. Da gibt es generell nur noch Magie quasi. Geh weg. Oh, ein Schlüsselchen, was haben wir da? Skullkey. Ist das der, der die grünen Tore aufmacht? Ist bestimmt nicht hier, ja. Ah. Okay, Open Stores Markt wieder Skull Design. Also irgendwelche davon werden es wohl sein. So eine Flohmann gerade einfach despawned. Na gut, also, ich kann mal da hoch in den Teleporter und dann schauen wir mal. Erstmal Vlatzauge. Weil das ist eins von den Dingen, die ich auf jeden Fall noch weiß, was ich machen kann. Bin ich da jetzt richtig? Ja. Gut, Leute, ich kann euch sagen, gesunde Ernährungsweise wird nie mein Ding, aber man muss nicht alles im Acht, ne? Oh. Jetzt bin ich hier, nein. Jetzt sind wir hier oben. War das da? Ja, doch, ich glaube schon, ne? Ich hatte nämlich vorhin einen Salat mit Hähnchenbrust, Mandarin, das war bisher eigentlich ganz gut. Und Paprika. Und Paprika stoßen einen halt nach einer Zeit lang echt auf. Zumindest mir vertraut die Dinger anscheinend nicht so gut.
Und damit meine ich Paprika und nicht Chili-Zeug, sondern schon, also keine Peperoni. Und, ey, du Drecksau! Gib mir das Auge. Was macht das? Blatzauge. Hast du Paolo Negate Curses? Okay, wir sind jetzt quasi fluchfrei. Na, das ist ja schon mal... Ja. Wo können wir denn da mal hin? Das sieht interessant aus. Wir gehen da mal hin hier. Idee. Gute Idee. Vielleicht sogar eine ganz gute Idee. Dann sind wir hier sogar richtig. Ich wechsle jetzt mal ins alternative Schloss. Und wenn der Schlüssel passt, dann kann ich da jetzt beim Aufzug da runter, kann rüberspringen, kann mit dem Schlüssel das grüne Tor eventuell aufschließen. Ich hoffe es einfach mal, dass es das dann jetzt ist. Moment. War das hier? Ey, meine Bibel. Soll ich den Turm nicht spontan meinen, ich muss mal zu Gott beten? Naja, eigentlich nicht wegen dem Beten, sondern einfach nur, damit ich alles zerstören kann, aber hey. Hier ist mein ersten Liftraum, ja. Das ist der Liftraum ohne Lift. Ist es dann eigentlich nur ein Raum? Ja, schätze schon. Ah ja, wir sind jetzt fluchimmun. Ha, da glotzt der blöd, ne? Arschloch. Merkt er, wegen Glotzen und Platzauge. Ach, egal. Ist hier was versteckt? Nein. Schon wieder ein Safe Room. Also die meinen schon gut im Spiel mit Safe Rooms, da kann man sich echt nicht beschweren. Okay, eine Etage runter und dann müsste dieses Räumchen kommen mit dem High Jump und dann sehen wir, ob der Schlüssel passt. Was ist da denn eingeschlagen? Also doch der Skalki. Und jetzt sind wir in einem neuen Gebiet. Ist Zeit gewonnen. Oh, Pinker Mimik. Zero. Ab da! Ich möchte deinen... Ich möchte deinen Tod sehen. Ist einfach weggehupft. Deine Drecksau. Orientieren wir uns erstmal ein bisschen. Ja. Florida ist jetzt nicht so tragisch. Komm. Und da kommt der halt auch noch genau da der Runde. Scheiße. Hier ist nichts. So, das macht mich jetzt aber schon ein bisschen traurig. Hier gibt es nicht mal Gegenstände zu sammeln. Oho. Na dann einmal hier hoch irgendwo. Wie ewig viel Iframes hat denn der bitte? Ist das Schnee? Ist das ein Wikingerhelm? Haha! gesagt. Ah,
Vikinghelm, Vikinghelm. Oh, ja, den nehmen wir. Was spricht die Aufnahme? Oh, erst 20 Minuten? Echt jetzt? Aha. What? Ich meine, schön für euch, ne? Aber ja, Entschuldigung, ich bin halt überrascht. Sind wir jetzt hier? War ich hier echt noch nie? Ne, da, also. Dann schauen wir mal, was wir da runterkommen. Oh, was ist das für ein Skelett? Simon Rev, aha. Tschüss, Eule. Drüben ist Antidote oder irgend sowas, keine Ahnung. Was droppt der? High Potion? Da, okay, hier. Arme Eule. Oh, die Eule gibt Geld. Los, peitsch mich nochmal. Schade, das war keine Geldeule. Oh. Wie? Was haben wir hier? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oh, Geld. Mehr Geld. Ein Katzenhalter. Wir sind da nach links. Potion. Ah, ich kann das öfters machen. Schick. Und ein Smiling Statue. Hm. So, peitsch man aus, du kleiner Wichser. Könnte sagen, ich habe schon mittlerweile ein bisschen Erfahrung im Auspeitschen. Was ist das? Crush Boots? Lex, man kann Handschuhe an den Füßen tragen. Interessant. Golden Necklace. Hallo? Crush Boots. Use with high jump is possible to smash through some ceilings. Ach, guck an. Das ist oben. Bei, wisst schon, da oben in der Mitte. Da wirst du wohl durchdonnern können, dann schätze ich mal schwer. Dürfen wir nicht vergessen. Was ich da alles merken muss. Wahnsinn. Geradeaus. Ja. Aber das Gebiet ist schon gemein. Also, das macht schon böse Aua, wenn die einen hitten. Eule, komm mal her. Ich möchte dich nicht in der Wand töten, weil du kannst mir Geld geben. Oder auch nicht. Nein, 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 nein.
Nein, 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 nein! Oh, geil. Eule Drop Turkey. Macht Sinn. Das ist gar keine Eule, sondern eigentlich ein Truthahn. Mhm. Dann nehmen wir das damit. Anti-Venom. Ist es nicht. So. Hi, 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 hi. Geben die wenigstens Erfahrung, scheint so. Ah, dann sind wir hier. War ich hier schon mal? Tatsächlich. Da ist ein Speicherraum. Ich möchte ganz kurz den noch mal hin, weil ich nicht so fit bin und ich möchte es vermeiden, Potions zu nutzen, weil man weiß ja nicht, ne? Sicher ist sicher. Lieber mit 100 Potions am Ende dann dastehen und die Credits sehen, als ohne Potions und am Arsch sein. Ich habe keine Lust, extra zum Händler zu watscheln. Los, se Schiss! Sackröte. Aber hey, es geht endlich voran. So, wir müssen jetzt hier weiter. Ich hätte auch oben weiter gekonnt. Ach. Ach. Ach, Scheiße. Gehen wir oben rum. Habe ich gar nicht mitbekommen, ob wir auch wieder oben rum gehen können. Der Schlingel ist jetzt einfach mal überlebt hat. Also Moment, wo muss ich jetzt dann... hier hoch, ne? Ja. Ja, schön, wenn es einfach gewesen wäre, aber nur einfach ist nicht. So gedacht, ich droppe in deine dumme Peitsche. Ich auch. Tschüss, Eule. Da hoch. Irgendwie ist dieser Sprung lustig. Geh mal weg. Ja. Genau. Hier geht's wirklich weiter. Aua. Oh, Pike Master. Da, und ich bin der Peitschenmeister. Stand dich fest. Kröte. Hier geht's nach oben. Voila. Ah. Twilight Cloak. Coat, wollte ich schon sagen. Lightning Robe war schlechter. Wo ist er denn, der Twilight? Ist das bei, muss ich dafür meine Gloves dann aufgeben? Ah, da ist er doch. Gibt ein bisschen runter, aber dafür mehr Luck. Ist auf jeden Fall besser, ne? Jo. Na denn. Ich erwarte jetzt aber einen visuellen Effekt. Oh, hey, wir haben eine schwarze Aura. Cool. Ja, das ist ein bisschen angenehmer. Haben wir jetzt eine schwarze Seele? Ah, als wäre das was Neues. Oh nein. Fickt euch hier, Flohwichskröten!
Potion. Oh, und da sind wir wieder hier, ne? Ugh. Na gut, nach links. Wir gehen wieder oben entlang, weil dann brauche ich später mich bloß noch droppen lassen. So, Safe Room. Safe Room. Entschuldigung. Was war da? Eine kleine Abzweigung. Okay. Und das Schöne ist doch die Greifenflügel, die wir jetzt haben. Ist das alles sowas von wurscht mit der Rätsel oder so, zumindest die, die wir bisher hatten, weil da kann man einfach drüber hüpfen. Beziehungsweise kann es umhüpfen. Ah ja, da gehen wir rein. Oh. Das war so nicht gedacht. Oh, ist er schon tot. Oh hey, die ganze Echsenfamilie. Aua. Auch noch poisoned. Ah, Block. Oh, Battle Armor. Plate Mail, Battle Armor. Oh ja, ist besser. Die können rollen. Konnten rollen. Und was ist da drin? Haben wir alles aufgedeckt, naja. Oh. Naja, besser als Herzenverbesserungszeug. Oh. Was spricht Level ab, Hammerbolt? Hm. Okay, Moment, da können wir runter. Bald hier gestoppt aus der Luft, da guckst du dumm. Oho. Oho. Also Moment, links ist Gang. Aber wir sind wieder bei den Schwanztypis. Seitenvorhänge. Yay. Geil. Bleib da. Und dann zerfetzt ihn. Nö. Spring an. Oh. Oh ja, ich beschwere mich nicht gegen Health ab, lieben Hochs. Oh, geh mal weg, Kleine. Nix hier weg hier aus Jens Spahns kleinen Pornokeller.
Zack. Zack. So. Ah, perfekt. Sehr schön. Bosskampf bald, ha? Huh? Oh, ein Teufel als regulärer Gegner. Das ist ganz schön was aus, Digga. Na, du kommst her, wenn du was willst, oder kannst mich am Arsch lecken. Feige Sackbreze. So, schon mal drüber nachgehe, auch Damage zu machen. Da flattern wir jetzt ein kleines Krubbelflügelchen. Tschüss. Ja. Hier sind wir. Was ist da oben? Okay, wir machen erstmal hier weiter. Weil da kann ich speichern. Oh, mein Kreuz! Mm. Mhm. Oh, Phantomskelette, immer wieder was Neues. Hm? Clearbone kann man vermutlich nur erwischen, wenn sie gerade angegriffen haben. Ja, haben wir schon gedacht. Gar nicht. Also. Jetzt sind wir wo, da war ich auch im anderen Schloss noch nicht. Ach, guck. Ja, cool. Das hilft natürlich schon sehr. What? 400! Und ein Lurkey. Was ist denn der Lurkey? Open the door that gives off a golden hue. Was ist denn der Lurki? Vielleicht kommt das da noch. Aber wenn wir schon mal hier sind, möchte ich ganz kurz mal, dass wir die Gelegenheit beim Schopf verpacken. Und mich mal hier teleportieren. Weil hier waren wir noch nicht. Sehr schön. Ist ja auch so viel Geld. Ja. Ah, was ist das Ding? Platinum-Tipp. Quip. Platinum-Tipp. Oh. Also Platinum-Tipp of the Whip. Number. Oh yes. Mehr Damage. Und nicht gerade so wenig. Okay, gibt es hier noch was zu erkunden? Nein. Doch schon, aber. Oh, komm, wir machen das schnell. Da ist getan. Da kann ich das ganze Elend hier nochmal in der Spiegelwelt machen. Ach, ja, putzig. Also, ich nenne es halt jetzt einfach Spiegelwelt, weil. Ach, ihr wisst wieso. Ist ja gar nicht gespiegelt. Ja, ja, ja. Kauf dir ein Eis von deiner Klugscheißerei. Wenn sich Leute fragen, mit wem ich eigentlich immer rede, ne? Gelegentlich mit mir selber. Hey, ist sonst niemand da, ne? Oh, Hyperdash. Ui, ich hänge in der Luft. Und Buh. Und ahaha. Dann testen wir doch mal die guten Boots. Crush Boots. Aha. Magical Armor.
Wo ist mein Umhang? Battle Armor, komm, die sollte schon gut sein, wenn sie schon was Magical Armor, ja, bisschen. User Spirit, mir Consumption Rate is reduced. Das klingt gut. Stimmt! Die ist echt brauchbar. Die reduziert meinen Mana-Verbrauch. Cool. Da. Ups, so weit. Haben wir es den Crashing Stone? Das hätten sie mal einfach als Fähigkeit einbauen sollen. Wäre cooler gewesen, schlimmer so dieses umständliche Geswitche. Bam! Da kann ich nicht durch. Das ist ein Lurkey-Dingens! Oh, okay. Aha. Guck einer an. Ha. Huh. Ja, ich weiß. Moment. Nein. Nein. Ja. Equip. Crush Boots. Und das können wir dann nochmal erkunden in der anderen Version. Ich weiß nicht, was. Passage somewhere is opened? Ah, vermutlich in der Anderswelt. Ja, müssen wir eh gleich hier. Ich hätte gerne irgendwas, was mich hier irgendwie stärker macht für prozentual aufgedecktes Zeug von der Map. Das würde sich hier richtig lohnen. Momentchen. Ah, alles gut. Muss nur mir wegen der Zeit mal schauen. Ich habe heute irgendwie gar kein richtiges Zeitgefühl deswegen. Nee. Ey. Oh mein Gott. Kaisermail. Kaiser. Oh my. Said to have been worn by emperors. Es verbessert einfach mal alles. Also okay, dann ist sogar das mit dem reduzierten Mana-Dingens leider nicht mehr so wichtig. Und Wineglass. Und irgendwo, irgendwie, irgendwann hat sich was getan. Ich werde es mal nachschauen, wenn ich es nicht vergesse. Aha. Da unten ist jetzt dieses Viereck ausgefüllt. Seht ihr das? Fest hat das Tor auf. Mhm. Naja, wir machen mal weiter. Und zwar müssen wir nach da, exakt. Dann kann ich die Boots erstmal wieder ablegen. Und mir wieder den Mantel um die Füße binden. Und jetzt da, darunter. Und dann, okay, das sollte ich hinkriegen. Und ich glaube, wir sind bald ziemlich am Ende. Sind das angenehme Gegner? Nach links. Mal kurz speichern, wenn wir schon mal hier sind. Ich muss niesen oder doch nicht oder doch oder ja doch. Entschuldigung.
Mr. Corona hittet mal wieder hart. Es ist doch nur ein Genieß, ist doch kein Corona, ne? Sag ich ja. Was genau willst du darstellen? Bone Liquid. Aha, so. So. Ja. Ich habe auch kaum was von den Hintcards gefunden, wenn ich ehrlich bin. Also hier so Breakable Walls oder keine Ahnung. Müsste ich auch alles nachgucken. Aber fürs Let's Play schätze ich, ist das gut genug. Ein schickes Bild. Na, gucken wir erstmal hier. Oh, hey, so ein Penner. Noch eine. Ah, ihr seid gar nicht mehr so stabil, ha? Huh? War Fatigue? Kann ich mir nicht vorstellen, dass es besser ist. Sieht cooler aus, aber... Macht mehr Stärke, 3, aber... Und mehr Int. Ich bleib bei der Kaiserarme, weil ja ist einfach ein runderes Gesamtding und ich muss wieder die Crush Boots ansehen. Oh, wow. Und was ist das? Ancient Urn. Oh, und Vlads Knochen. Rip of Vlad. Das haben wir alles von ihm. Mensch, oder? Ja, müssten... Nein, fehlt noch was. Ring. Nail, Rip. Naja, aber ich sag mal, wir haben da noch ein bisschen was, ne? Die Chance ist noch da. Dann war ich ja sogar ziemlich gründlich. Und das eigentlich alles bisher, ohne dass ich irgendwas groß nachgeguckt habe. Also eigentlich gar nicht. Bin schon fast ein bisschen stolz. Hey, Federdämon. Verpiss dich. Da nach oben links, nach rechts. Oh, wir leveln bald wieder. Hi. Hi. Leck mich doch. Schade. Ja. Wenn wir denn schon mal hier sind, Crushing Stone. Okay, nice. Unten wäre noch was da drüben. Das kann ich aber alles off-cam machen. Wenn was Wichtiges dabei wäre, kann ich ja Bescheid geben. Sprich die Zeit. Haben wir noch ein bisschen. 5 Minütelchen. Ein Sprigan. Und ein Boss. Fackeln wir schnell ab. Oh, bist denn du und Zyklop? Der Tat. Ich hab mich angedasht. Du, wenn du da so stehst, na, du wirst jetzt unweigerlich krepieren. Ziemlich viel HP.
Easy. Ja. Speicherraum, war klar. Ja, aber so langsam ist es echt alles richtig schön connected. Das meiste. Oh, das ist ein neuer Gegner. JB Bone Pillar? Wo steht denn JP? Ah, komm, wir geben Gas. Schaffen wir noch. Hier gibt es nicht mal mehr Collectibles. Wo cool man Hähnchenschenkel. Hey. Hey. Ah, ich möchte schon aufgedeckt haben. Ist Noon Star? Was ist ein Noon Star? Also Abendstand ist klar, aber... Mir raten, was zum Verkaufen. Noon Star, kann nicht bis hin in den Neid. Meinetwegen. Auch wieder was zum Nachgucken. Okay, alles aufgedeckt. Ja, sehr schön. Komm, schnell, schnell, schnell. Kann ich hier unten entlang? Bisschen Weg. Bisschen Weg. Du auch. Hier ist nichts und... Ui! Fresschen. Kann ich mich hier droppen? Cool, habe ich das in allen Bereichen? Ja, nice. Hey! Und somit würde ich sagen, haben wir fast alles gar aufgedeckt. Zumindest, wo ich jetzt hier gerade bin. Oder? Da vorne geht es noch hoch. Yessa! Aha. Und dann haben wir hier die Gebiete verbunden. Okay, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!